So, da bin ich wieder, ne? Also, es hat wieder mal lange gedauert, na gut, sehr lange, bis ich wieder ein neues Video draußen hatte. Das heißt, dieses Video, ne? Eine kleine Änderung hat sich aufgetan, denn Camtasia ist nun abgelaufen. Ich bin nicht mehr so blöd, Fraps zu kaufen. Also habe ich mir ein kostenloses weiteres Aufnahmeprogramm besorgt, nämlich Bandicam. Bandicam. Yo, ihr seht schon hier im Mittelpunkt GIMP 2, yo. Und mein Texture-Pack, was kann das denn bedeuten? Ja, genau das bedeutet es. Extract-Pack ist im Aufbau. Und, besser gesagt, mein eigenes Texture-Pack ist im Aufbau. Ich nehme auch gerade wirklich mit Dings auf, Bandicam. Und ich wollte euch mal zeigen, wie man sein eigenes Texture-Pack macht. So, da habe ich mir zwei wundervolle Bildbearbeitungsprogramme rausgesucht. Erstmal GIMP 64-Bit. Fick dich. 64-Bit Betriebssystem. Also zum Beispiel für mein Betriebssystem. Ihr müsst dann immer hier unten bei Start und dann auf Computer gucken. Und Details, welches Betriebssystem. Ja, ich schließe mal. Steam, da, leck mich. Ja, was kann ich zu GIMP sagen? Also es hat eine sehr individuelle Bedienungsoberfläche. Ich kann euch das später nochmal zeigen. Es ist gut. Ich empfehle euch nicht Paint zu benutzen, denn das ist einfach nur Schrott. Damit kann man kein Texture Pack machen. Versucht es nicht mal. Ich habe es versucht und nee, lasst es, nehm, lasst die Finger von Paint. Das ist nur ein Malprogramm, kein Bildbearbeitungsprogramm. Ja, GIMP ist ein GNU, wartet, Image oder Interface Manipulating Program, so heißt es. Ihr könnt euch das kostenlos bei ship.de downloaden. Die neueste Version, die Download-Version ist 2.6.12. Deutsch und für Windows 7, Vista und XP. Hier seht ihr es frei. Hier nochmal die Größe und ja, es gefällt fast allen. Also zum Download. Dann hier nochmal Download Server Chip Online. Und ja, das war's auch schon. Dann noch ein richtig gutes, also professionelles Bildbearbeitungsprogramm für die richtig Profis, also für die richtigen Pro-Gamer. Habe ich Photoshop CS5. Und ich muss euch sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung davon, weil es ist einfach, ihr seht es einfach viel zu teuer. Also das ist, glaube ich, die Grundversion. Und die kann man nur kaufen. Es gibt keine. Ich habe wirklich lange gesucht, eigentlich nur, habe ich nur Photoshop eingegeben, dann kam das hierbei raus und es gibt anscheinend überhaupt keine Demo-Version, da ich glaube, die Entwickler haben einfach so viel Schiss davor, dass Photoshop gecrackt oder so wird. Keine Ahnung, es gibt so viel krasse Leute hier auf der Welt. Also da muss man wirklich vorsichtig sein, was man und wie man es veräußert. Es gibt sehr viele Produkte von Adobe Photoshop und ja, ich glaube CS5, also ja, ist, naja, die Version ist nun mal, na egal, egal. So. Für den Anfang, wenn ihr jetzt ganz neu, so habe ich es gemacht, ich rede wieder so schnell, empfehle ich euch einfach Bullshit einfach im Binary-Ordner und dann öffnet ihr einfach die Minecraft-Jar-Welt, wie immer. Dann kopiert ihr das, also ihr öffnet eine neue WinRAR-ZIP-Datei, ne? Dann Texture Pack Number One. Öffnet dies und ja, zieht diese Ordner hier einfach rüber. Also ohne Gnade einfach rüberziehen. Was ihr jetzt nicht braucht, ist COM, ist Font, also die Schrift, ist Lang, ist die MISC, oder MISC? Naja, könnt ihr auch bearbeiten. Die NET-Datei, den Pulse-Code und
eventuell noch den Titel, aber den Titel könnt ihr individuell verändern. Außer das Mojang, das solltet ihr wirklich drin lassen, wenn ihr euer Texture Pack wirklich, also, auf den Markt bringt, online stellt, zum Download bereitstellt. Denn dann könnt ihr es Ärger mit Mojang geben. Und ich glaube nicht, dass ihr euch mit Notch angeben wird. Und, what the fuck? Ja. Ganzen Cluster-Dateien sind unwichtig. Die Word-Edit-Datei ist auch unwichtig. Jetzt kommen wir zu einer Datei, die ist wichtig. Die gibt's da in den Ordnern gar nicht, nämlich die Terrain-PNG-Datei. Also ich kopiere einfach mal die ganzen Schrottdateien da rein. Art, Environment, Form, GUI, Item, Mob, Terrain und Title. Und natürlich die Terrain-Datei, also die darf nicht fehlen. Denn ihr wollt ja auch ein richtiges Texture-Pack erstellen und nicht so ein Bradel, wo Texturen einfach nur scheiße aussehen und einfach nur hässlich ist. Gut. Bam, Headshot. Und nun haben wir alle Dateien dabei und es kann losgehen. So Leute, jetzt starten wir nun mal GIMP. Ich habe leider nur noch GIMP, weil bei Paint, da gibt es diese Funktion nicht, dass Ebenen als unsichtbar dargestellt werden. Zum Beispiel beim Gras wird das problematisch, aber ich kann euch diesen Fehler mal zeigen. Aber jetzt nicht. So, wir jetzt sehen aber die Terrain-Datei, wenn wir die bearbeiten wollen, einfach hier rüber. Dann haben wir hier unsere Werkzeuge, das kann ich jetzt verkleinern. Dann habe ich hier jetzt meine Werkzeuge. Was ihr wirklich am Anfang braucht, ist die Farbpipette, die Vergrößerung oder die Lupe. Damit müsst ihr das alles vergrößern, damit ihr es sichtbar habt. Dann braucht ihr einen Pinsel. Zum Beispiel, um realistischen Schatten darzustellen, braucht ihr einen Pinsel, einen Stift. Ihr könnt eventuell diesen Finger benutzen, also so ein paar Schmieren, Füll, diesen Eimer. Und die rechteckige Auswahl, da alles eigentlich eckig ist. Minecraft ist eckig. Dann braucht ihr auf jeden Fall diese Farbpalette, sage ich mal so. Text, nö, braucht ihr nicht. Die ganzen hier und das im Zuschneiden und das braucht ihr alles nicht. Ihr müsst einfach nur malen, sage ich mal so. Ja. So. Also, ich mache es euch erstmal ganz einfach. Ihr zoomt hier an einen Block heran, zum Beispiel den Stone Block. So, dann benutzt ihr könnt auch Tastenkürzel benutzen, wie ich hier im R. Dann markiert ihr ihn. Er ist dann mit diesem komischen, so komisch umrandet. Ja, schade, fail. So, dann benutzt ihr einen anderen. Den Pinsel solltet ihr natürlich verkleinern, nämlich hier, wo dieser Punkt dann ist. Eskalieren, naja, braucht ihr nicht. Deckkraft muss natürlich auf 100 sein, denn sonst kommt das dabei raus. Blöd, ne? Also, wir haben hier unseren Stone und können ihn jetzt verändern. Aber ich habe das ja umrandet, also. Geht nicht. Auch das Füllen erweist sich als richtig schwer. Die Pipette funktioniert zwar noch, aber ja, funktioniert noch. Wenn ihr das jetzt verändert habt, aber wartet mal, set strong und weiter geht's. So, wie gesagt, das mit der Deckkraft. Oder, naja, ein anderes Thema. Ihr seht ja hier dieses komische Raster, ne? Im Hintergrund von diesen ganzen Texturen. Dieses Raster bedeutet, da ist nichts. Also, da ist nicht mal Farbe, da ist unsichtbar. Wird das von Minecraft verwertet. Das heißt, da wird überhaupt nichts gebildet. Da könnt ihr durchgucken. Also, durch die Textur hindurch. Hier könnt ihr individuelle Texturen hinzufügen, aber, ja. Ich weiß nicht. Wo war ich stehen geblieben? Denn ich wurde gerade gestört. So. Ich war mal bei der Truhe weiter. Bei mir gibt es da so einen kleinen Bug, denn da wird die nicht übernommen. Wie ich die verändert habe. Na egal. Da zoome ich wieder ran. Hui. Und zuerst nehme ich erstmal mit O die eigene Farbe an. So, dann fülle ich das hier. Jetzt gibt es beim Füllen zwei Optionen. Ihr könnt ganze Auswahl ausfüllen. Das wäre dann, sähe dann so aus. Strong Z ist ja der allgemeine Befehl zum Rückgängig machen.
So, ja, Bandicam hat mal wieder gebuggt und ja, ich habe meine 10 Minuten überschritten und ich glaube, ihr langweilt euch schon, wie bei dem Netzbild. Ich glaube, ja, wie soll ich sagen, das ist zwar ein Fehlschlag, denn ich habe das mir alles nochmal angeguckt und ich habe gesehen, Alter, das ist ja so eine Scheiße, Alter, wie kann man nur darauf kommen? Und dann habe ich drüber gelesen, Alter, das war ja der Extraktor, verdammte Scheiße. Wie konnte ich nur so eine Kacke machen? Ja, wie dem auch sei. Ich werde das bestimmt alles abblasen mit dem Netzbild, weil es ist so eine Gülle. Und ja, meine kleine Ankündigung. So, ja, das mit dem Pinsel, das ist auch sehr, wie gesagt, lustig. Denn ich kann hier die zwei Rasterblöcke, ich sag mal Rasterblöcke, um es vielleicht verständlicher zu machen. Denn hier ist ein Rasterblock, da der zweite. Und wenn ich jetzt über die vier hier, ich bin ja jetzt mittig und dann würden alle vier, ich kann es ja euch hier demonstrieren, schattiert mit dem Schwarz. Also das Schwarz wird dann aufgeteilt. Und ihr bekommt hier so eine kleine Schattierung hin. Oder vielleicht wollt ihr einfach nur irgendwelche Effekte jetzt hinzufügen, wie einen kleinen Kratzer oder einfach nur da so und dann da und dann da und dann da und dann. Aber dann gibt es auch noch das Verblassen, das heißt, wenn ihr länger hier lang zieht, dann verblasst es immer mehr. Bis es dann völlig erschöpft ist und der Widerstand zerstört wurde. Ja. Das Problem ist. Naja, besser gesagt, Problem, hallo. Ja. Ihr könnt es nicht in der Minecraft-Tech-Toy speichern. Leck, hallo. Hallo, ja, gut. Ja, also speichert es lieber auf dem Desktop unter PNG-Bild. Warum, fragt ihr jetzt? Na, weil das so ist, man speichert jedes Bild unter PNG. So, und dann kann ich jetzt einfach mal so speichern. Ja, Hintergrundfarbe, also das, wie es hier da steht, und Kompressionsgrad 9, damit es nicht zu viel Speicher verbraucht. Und dann BÄM! Und dann möchte ich GIMP jetzt mal schließen. Und es backt gerade rum. Wo ist das PNG-Bild? Ah, da ist das PNG-Bild. Yeah. So sieht es jetzt aus mit Paint. Gen. So, da ist der Stone. Alles wunderbar. Ich kann euch jetzt mal mein Texture Pack zeigen, wie ich da vorwärts gekommen bin. Quatsch. Ja. Und der Texture Packs, das muss natürlich eine Windows 17 sein. Ja, das geht's auch. Weg damit, Winner. Du bist unwichtig. Keiner mag dich. So, und so sieht mein Texture Pack aus. Hier haben wir die Textur von Ender und Gras, was natürlich irgendwie bescheuert ist. Dann haben wir hier den schönen keimenden Weizen. Die Evolution des Weizens, auch sehr interessant. Ofen, ja, ich weiß, er sieht bekloppt aus, aber lebt damit. Die Truhe habe ich irgendwie individuell gestaltet. Na, ich komme nicht auf den Namen. Ah, Ziegel, Brick, Stein, Endstein, Cobblestone, Stone, Dirt, Grasblock, Bretter, Holz, auch wenn es nicht so verändert ist, es ist verändert. Dann ein Baumstamm von oben, ein verrotteter Busch oder ein Busch. Stone Brick, was meine irgendwie cool aussieht, also richtig cool, ein Kaktus. Das ist es, wenn er kaputt gemacht wird. Und das ist ja von oben und das ist ja von außen. Lehm, ja, ich weiß, es sieht. Ja, ich weiß. Komisch aus. Dann Metallzaun. Oh! Oh mein Gott. Goldohr. Iron Ore. Kohleflöz. Diamantohr. Redstone. Ohr. Ohr. Sand. Da habe ich ein bisschen verwischt. Dann sieht er ein bisschen episch aus. Dann diese Stone Flaps von vorne, also von den Seiten oder von oben. Was habe ich denn noch verändert? Ach ja, die Pilze. Pilze. Gras. Dann ein Dirtblock mit Schnee da oben drauf. Besonders gar Quatsch. Ich habe mir gerade gegen den Kopf.
In einer Schneewelt, dann habe ich eben kurz die Fackeln und den Hebel verändert. Ja, so sieht's aus. Dann habe ich Snazzuli-Ohr hier um die Wolle. Naja, das sieht bekloppt aus, aber naja. Dann diese Bricks hier. Das bemooste Brick und das kaputte Brick. Dachschaden. was habe ich noch verändert? Ach Gott, schön. Ach ja, hier. Das, was man abbaut. Dann hier nochmal die Bretter. Obsidian habe ich verändert. Hier auch mal Obsidian. Wie man das Abbau-Ding da, die Lava habe ich verändert, wie man sieht. Was habe ich noch verändert? Mensch, ich bin ja hier so in Rage. Da vergesse ich schon so manches. Es kommt mir aber so viel vor. Ach ja, Bingo. Ne? Dann habe ich Background. Nein, habe ich nicht. Ja, hier seht ihr nochmal das alles, wie das aussieht. Armor habe ich nichts verändert. Ach, Items, ne? Verdammt. Ach ja, GUI. GUI war das. ich mache gerade Beavis und Butthead nach. Wer das nicht kennt, das ist lustig. Guckt es euch an, das ist wirklich bescheuert. Aber lustig. Hier mein Feuerzeug, da mein Flintstein, da meine Kohle. Ja, Kohle sieht wirklich geil aus. Also ich finde die wirklich cool. Meine Waffen, Schwerter, Schaufeln, Spitzhacken. Läuft die Aufnahme noch? Ja. Äxte und Hacken. Also ich finde das cool. Da habe ich das hier noch ein bisschen präpariert. Die Schattierung mitgemacht. Dann habe ich, ja, Kohle, waren wir Samen. Also normal Samen, nicht die Samen, die hier, also dann kommen wir schon zu den nächsten Kernen. Kernen, Samen. In Anführungsstrichen. Dann hier Kürbiskerne und na, was gibt's ja noch? Kakao? Nee, Kakao nicht. Naja, das andere eben. Komme ich hier noch drauf? Nee. Ach, Melonenkerne und Kürbiskerne, glaube ich. Ja, ich bin sicher, tut mir leid. Ihr seht ja, was ich hier verändert habe. Irgendwie nix, aber naja. Ihr müsst verstehen, es dauert richtig lange und es nimmt richtig Zeit in Anspruch. Ah ja, hier, die Keule habe ich noch verändert. So einen Texture-Pack zu kreieren und ihr müsst es einfach stehen. Weißen habe ich noch verändert. So, Particles, Lord Trap. Also es gibt Unmengen an Veränderbaren. Dann habe ich hier noch meinen Dirt hineingebracht. Lol. Aber Leute, also ich möchte da jetzt nicht drauf zugehen. Ich möchte euch nur zeigen, wie das dann in Minecraft dann aussieht. Ich habe nicht mal gemacht, wie ihr eben gesehen habt. Lol. Ja, das ist mein Hintergrund von Mojang. Dann, so sieht mein Hintergrund. Wie heißt es? Ach, kommt, lasst mich doch in Ruhe. So sieht das dann aus, wenn ihr es gedownloadet haben würdet. Was ihr natürlich nicht machen werdet. Ich kann ihn mal vergrößern. Das hilft. Headshot, Rule Kill. Jo, dann haben wir auch schon geladen. Ich muss mal Madmos, Music Mode ausstellen. Und es rendert. Und so sieht das krass jetzt aus. Verdammt. Und den Schnee habe ich verändert. Und ich soll mal Creative machen. Ach ja, den Creeper habe ich auch noch. Ich habe mal auf Freeze gemacht, damit die mich nicht unnötig killen. Hier der Creeper. Also ich habe bisher nur den Kopf verändert. Sonst nichts. Den Schnee habe ich weicher gemacht, dass er weich aussieht. So sieht der Grasblock dann aus. Mit Schnee oben drauf. Sieht aus wie Kuchen, mit Zuckerguss. Das Gras habe ich deswegen grau gelassen, da dann die Umgebungsfarbe dann automatisch drauf gekleckst wird. Ist jetzt ziemlich düster, also mal mehr Tag. Verrecke Skelett. Stift schicken. Ja, den habe ich anscheinend nicht. Der Sand, yeah. Ja, warum bin ich auch in einer Schneewelt? Ja, die Aufnahme ist gleich zu Ende. Ich habe es gesehen. So sieht die Welt dann ungefähr aus. Ziemlich kontrastreich und ziemlich leuchtend vom Gras her. So, hier nochmal der Stone. Der ist richtig dynamisch, finde ich. Also, das ist jetzt nicht Ironie. Ja, 5 Sekunden habe ich noch Kohle.
Und dann.